Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Experten, eine Couch. Heute zu Gast im Studio wieder mein geschätzter Kollege, Salon-Experte und Business-Coach Fabio Baratucci. Hallo Fabio. Hi Dennis, schön wieder hier zu sein. Schnell ging das. Toll, dass du da bist, denn in der letzten Folge haben wir uns über Erlebnismehrwert und die Bedeutung eines tollen Erlebnisses im Salon unterhalten. Und heute wollte ich dir mal ganz konkret die Frage stellen, so aus der Sicht des Salon-Coaches und des Branchenexperten, wie du einer bist. Wie kann ich denn tatsächlich einen echten Erlebnismehrwert erzeugen, wenn ich Maske tragen muss und Abstand halten muss? Spannend. Spannend finde ich das genau mit diesem Abstand und Maske tragen, besonders weil oft dieser Effekt so komisch ist, wenn du einen Menschen kennenlernst. Ja. Ja, und nur das hier von ihm siehst. Ich meine, viele Leute sagen ja jetzt, du kannst über die Augen lächeln. Klar, natürlich kann man über die Augen lächeln, aber ist dir bestimmt auch schon so gegangen, dass du jemanden ein, zwei Stunden vor dir gehabt hast mit Maske, wie das halt heute so ist, ja. Und dann begleitest du ihn raus oder er begleitet dich raus, bisschen Abstand und dann kann die Maske abgenommen werden. Neuer Mensch, komplett andere Person vor dir. Ja. Also ich finde, da sollte man ein bisschen drauf achten, was man da machen kann. Ja? Hast du da eine Idee zu oder hast du da Erlebnisse mitgemacht? Naja, ich finde vor allem, hier trennt sich auf jeden Fall die Spreu mal vom Weizen, weil das eine ist das, was ich natürlich irgendwie machen muss, ja, weil es einfach jetzt Vorgabe ist. Das andere ist aber natürlich in so einer Situation, wenn ich jetzt unternehmerisch an die Sache rangehe, dann fange ich an aktiv zu werden, da werde ich kreativ, da fordere ich meine Leute vielleicht auch aus, mal darüber nachzudenken, wie schaffen wir es denn, diesen Erlebnismehrwert trotzdem noch zu transportieren. Und das ist ganz wichtig, ja, dass man das in dieser Zeit macht, weil das ist immer noch die Aufgabe des Salons. Wir haben das in der letzten Folge auch besprochen, wie wichtig ein echtes Erlebnis beim Friseur ist. Ja. Und hier ist natürlich schon, gibt's natürlich schon Möglichkeiten, weil natürlich die Frage, wo muss man die Maske tragen? Drinnen, in Räumen, ja. So, ich könnte also zum Beispiel hingehen, wenn ich weiß, ich habe 10 Kunden, ja, dann habe ich einen langen Tag und ich kann natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Kunden vor meinem Geschäft begrüßen, wenn er kommt, mit einem großen Lächeln und einem Hallo. Klar, die Körpersprache ist voll intakt, ja. Okay, ich umarme mich nicht und es gibt kein Küsschen rechts und links, aber das wäre zum Beispiel eine geile Gelegenheit, oder? Voll, klar. Warum kann ich denn nicht mal eben meinen Shop verlassen, kurz ja, rausgehen oder zumindest mal... drinnen muss ich Maske tragen, aber ich glaube, ich werde auch nicht verhaftet, wenn ich 10 Meter Abstand habe. Wir sind zu zweit im Laden. Ich mache mal kurz diesen hier und zeig mal kurz mein Gesicht und sag: Hi, übrigens, so sehe ich aus. Schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, die Kanzlerin hat gesagt, man muss eine Maske tragen, wenn man keinen Abstand von 1,50 Meter einhalten sollte. Also gilt dann also bei 10 Metern im Salon. Vielleicht auch. Ja? Könnte funktionieren. Könnte funktionieren, ja. Und hey, wie wichtig ist das, dass man auf einem richtig guten Niveau startet mit so einem Erlebnisbesuch beim Friseur? Also auf einem hohen Niveau ist doch total wichtig, oder? Das ist unglaublich wichtig. Ich meine, nur so kann ich mich ein bisschen auch von der Masse abheben und nur so kann ich ein bisschen mehr sein, mehr zeigen und auch mehr wollen und mehr bieten. Ja. Ja, also klar, auf jeden Fall immer Erlebnisse bieten und vielleicht auch darauf achten, wie ich die Abstände einhalte und wie ich die Abstände hervorrufe. Ja, ich glaube, wir waren beide in den letzten Monaten in mehreren Salons, die uns gerufen haben, um zu sagen, hilf mir mal, was kann ich da tun? Ja. Was hast du da erlebt? Ich habe wilde Sachen gesehen, um Abstandsregeln einzuhalten. Ich habe auf jeden Fall wilde Einkaufstouren in Baumärkten antizipiert, weil so viel Absperrband habe ich selten gesehen. Ja, das ist so krass. Also bitte, Leute, überlegt euch das nochmal mit dem Absperrband in eurem Laden. Ja, Absperrband bedeutet für mich Baustelle und ein Verbot. Ja. Ja, macht genau. Das Sinn? Macht das keinen Sinn? Denkt mal drüber nach. Das kann man sicherlich schöner machen, ne? Ja. Also trotz Maske, kommen wir wieder zurück, trotz Maske und Abstandregelung, einfach wirklich darüber nachdenken, was braucht denn der Kunde, wenn er zu mir kommt und was habe ich wirklich noch für Möglichkeiten, trotzdem sicherzustellen, dass er ein tolles, individuelles Erlebnis bekommt, oder? Ja. Also vielleicht vorm Laden begrüßen, wenn schönes Wetter ist und auch vorm Laden verabschieden. Zum Beispiel. Persönlich ja. Nochmal ein Lächeln schenken und dann gucken, dass man die Zeit gut meistert. Richtig, ja. Also, hey, wenn euch das gefallen hat oder ihr vielleicht auch eure eigenen Erfahrungen hier teilen wollt mit der Community, schreibt das mal hier unten in die Kommentarbox. Und wenn ihr mehr Unterstützung haben wollt für euer Geschäft, macht es auch durchaus Sinn, dem Fabio oder mich direkt zu kontaktieren. Unsere Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in der Bio für das Video. Und ja, wenn euch das gefallen hat, sagt euren Kollegen Bescheid.
Wir schalten bald wieder ein und haben eine neue Folge, wenn es wieder heißt, zwei Experten, eine Couch mit Fabio und Dennis. Ciao. Ciao.